Filmst du schon hier? Mahlzeit, meine Lieben. Heute, also wir sind eigentlich schon mitten dabei, ne? Ronny hat jetzt gerade eben die Kamera rausgeholt. Und zwar habe ich mir für mein F22 das Android-Display geholt. Also ich hatte ja nur das kleine Navi, das kann ich euch mal eben zeigen. Also wir tauschen nicht das Navi, ja? Es geht nur um den reinen Bildschirm. Ich hatte nur den kleinen Bildschirm, den 6,5 Zoll und nicht den 8,5 Zoll. Und dann wollte ich einen größeren Bildschirm haben und habe mir gedacht, okay, was machst du, original oder wie auch immer. Und habe mich dann dazu entschlossen, den Android-Display zu holen, weil den hatte ich damals in meinem 1er auch verbaut. Und den ich jetzt verbaut habe, ist sogar ein 10,25 Zoll, also größer geht es nicht in dem Auto. Und den habe ich gerade schon reingesetzt und ich möchte jetzt zusätzlich noch eine Front- und eine Rückfahrkamera einbauen. Allerdings ist die Rückfahrkamera noch nicht da. Und das heißt, weil das Android-Radio ja, Cinch-Kabel hat zum Anschließen, habe ich hier die Frontkamera, die in die Nieren kommt. Die verlegen wir jetzt gerade eben, schließen die dann am Radio an. Ich zeige euch dann auch noch mal ganz kurz so ein bisschen was zum Radio, wie es eingebaut wird. Ich baue es jetzt nicht extra wieder aus, aber das sind im Prinzip ein paar Clipser lösen, zwei Schrauben lösen, reinstecken, Stecker dran. Ganz easy das Ganze. Ja, wie gesagt, wir verbauen jetzt die Kamera noch und die Rückfahrkamera machen wir dann halt noch mal ein extra Video, weil die ist halt noch nicht da, dass ich das Ganze dann halt auch habe. Die Frontkamera jetzt in dem Fall habe ich von AliExpress gekauft. Mal so nebenbei und ich bin mal gespannt, was das Ding kann oder nicht. Das ist eigentlich nur ja so ein Joke gewesen, das Ding zu bestellen, weil mit der Kamera hier vorne drin habe ich dann auch, wie nennt sich das hier, Dashcam-mäßig was und so, und die soll auch in der Nacht, die soll irgendeine Nachtfunktion haben und so. Ob das alles so ist, weiß ich nicht, werden wir sehen. Ja, wir verlegen das Ding jetzt einfach. Also von der Passform, das passt eigentlich ganz gut, allerdings muss ich dazu sagen, ich sag mal, ihr könnt euch das ja jetzt mal hier so ein bisschen angucken, ist es so, ich habe ja hier diese Doppelstecknieren, die sind ja original nicht in dem Auto drin, das heißt, die anderen Nieren, die original hier drin sind, da passt der 1:1 rein. Ich habe jetzt hier so eine kleine Kante, aber wenn man, ich sag mal, optisch so guckt, finde ich, fällt das überhaupt nicht auf. Ja, zum Verlegen, ganz kurz, ich bin jetzt unterm Handschuhfach, habe ich die Abdeckung abgemacht. Und dann komme ich direkt ins Fahrzeug rein. Da muss ich jetzt gucken, dass ich hier irgendwie mir das Cinch-Kabel dran binden kann. Da wollen wir mal gucken, wie wir das lösen. Und wenn wir dann das Ganze durchgezogen haben und angeschlossen haben, dann zeige ich euch nochmal kurz. Ich werde mir den Strom vorne vom Radio holen und dann wird das Ganze hier in die Kamera gesteckt. Dann mal gucken, dass wir das irgendwie so ein bisschen schön verlegen, dass man es nicht sieht. Das sollten wir aber hinkriegen. Und dann probieren wir das auch. Dann zeige ich euch gleich das Radio und zeige euch auch dementsprechend dann die funktionierende oder nicht funktionierende Frontkamera. Ja, ich würde sagen, wir bauen den Scheiß ein und dann geht es gleich weiter im Text. Ja, wie ihr seht ihr nichts. Bildschirm ist jetzt drin und jetzt habe ich die Kabel hier verlegt, das ist die Kamera, die von vorne kommt, und ja, jetzt mache ich die Kabel hier alle ordentlich. Im Prinzip ist das alles ganz leicht hier. Das ist das Radio, das habe ich rausgeschraubt, ja, dann ist das Radio und das Klimabedienteil einfach nur darüber geklipst, ist mit zwei Schrauben festgemacht, also das ist alles nichts Wildes hier rauszumachen. Und jetzt habe ich hier noch meine USB Stecker, wenn ich hier USB-Stick hören will, die ziehe ich mir jetzt auch noch eben nach hier unten. Ich glaube, ich lege die ins Handschuhfach. Das ist, glaube ich, die beste Position dafür. So, und dann müssen wir jetzt die Kabel hier alle ein bisschen ordentlich versuchen zu legen. Zu tüddeln, ein bisschen Draht, dann geht das. Und dann wollen wir mal gucken, was hier gleich... Also wir haben gerade die Kamera schon kurz dran gesteckt, das funktioniert schon mal. Jetzt müssen wir das Radio hier wieder reinkriegen, das sieht schon mal gut aus. Dann das Bedienteil gleich wieder hier vor, das sieht dann auch wieder gut aus. So. Was ich aber eigentlich ausprobieren wollte, ich habe noch so einen DAB Plus Stick.
Das werden wir jetzt auch mal ausprobieren, ob das funktioniert. Dann müssen wir gleich nur dann unter Umständen, was haben wir denn hier, USB-in, unter Umständen gleich mal testen. Achso, was wollte ich denn? Ich bin schon wieder total durcheinander, weil das alles schon wieder so dass wir die Antenne legen. Ja. Das ist Mann und Multitasking, ne? So, jetzt hatten wir hier ja eine App, ne? Eine App mit DAP Plus. Er sagt jetzt hier, wir sollen ihn reinstecken. Einfach reinstecken. Ob das funktioniert, weiß ich auch nicht. Eigentlich müsste er doch leuchten, oder nicht? Warum geht der denn nicht? Den hatte ich übrigens noch irgendwo rumliegen vom alten Rasen. Aber ist doch jetzt USB. Kannst du mir mal einen USB-Stick da vorne geben? Weil ich glaube nämlich gerade irgendwie, dass hier kein Strom drauf ist. Hier ist kein Strom drauf. Und warum ist hier kein Strom drauf? Weil das im Radio noch nicht eingestellt ist, glaube ich. So, jetzt müssen wir mal hingucken. Hat der schon wieder Krach da vorne. DTV. Stimmt hier nicht irgendwas von USB oder so? Bluetooth, DVR. Aux automatisch. Türeinstellungen, Tacho, Gangwahl. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt erstmal kurz ein Video, oder beziehungsweise erkläre ich euch jetzt erstmal, wie dieses ganze Ding hier funktioniert. Und zwar, worum es überhaupt tatsächlich geht. Ja, genau. Also es ist ja so gewesen, dass ich den kleinen Bildschirm hatte. Und dann habe ich ja mich halt hierfür entschieden. Ihr seht ja schon die neue Oberfläche. Die neue Oberfläche ist aber nicht die Oberfläche, die ich eigentlich original habe, sondern ich habe original diese Oberfläche, die auch ganz normal funktioniert. Also das heißt, ihr seht jetzt hier, ich habe ganz normal die Radiosender, das Telefon ganz normal, ja, Navi ganz normal. Und da ich vorher den kleinen Bildschirm hatte, den 6,5er, musste ich mit dem Laptop das Ganze kodieren, dass ich dem Radio hier unten gesagt habe, ey, du hast jetzt ein 10,25 Zoll dran und kein 6,5 Zoll mehr, weil sonst war das Bild kleiner und dann bringt mir das Ganze ja nicht. Zieht er das so lang? Genau, dann zieht er das so lang und das sieht ja blöd aus. Also haben wir das Ganze umkodiert und haben dem Radio gesagt, dass das ein 10,25 Zoll ist. Was halt jetzt das Geile ist an dem Radio, erstmal der Mega-Bildschirm halt, weil ich glaube 10,25 Zoll gibt es im 2er nicht. Das ist glaube ich nur 5er oder so, oder X5 gibt es das glaube ich auch. Und ich habe jetzt halt wie gesagt ganz normal mein Navi und die ganzen Sachen, die man alle so hat, ganz normal mit Handy, Musik hören und so. Und dann habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich hier unten lange auf die Menütaste drücke, dass er in diese Android-Oberfläche rüber switcht. Jetzt habe ich halt die Möglichkeit, Musik zu hören, das Telefon, Navi, zum Beispiel Google Maps zu benutzen. Und so weiter. Habe hier einen Dateimanager, Internet. Ich habe auch hier übrigens eine 4G, also eine SIM-Karte drin, dass ich 4G habe. Ne? Und als Beispiel einfach mal, ich gehe jetzt hier auf Musik und dann öffnet der mir direkt Spotify. Wo ich dann halt ganz normal Spotify, ich habe auch Touch, das ist ja original auch nicht der Fall, wo ich dann halt ganz normal Spotify zum Beispiel habe. Dann hab ich hier die Möglichkeit, Videos zu schauen, eine Frontkamera zu installieren, die wir ja gerade installiert haben. Die müssen wir jetzt gleich nochmal wieder anschließen, weil das Kabel ist noch hier. Dann habe ich die Möglichkeit, dieses Apple CarPlay oder nicht nur Apple, sondern auch Android zu benutzen. Dieses CarPlay mit dem Handy. Ja, und dann habe ich halt hier ganz normal Apps. Ich kann jetzt hier auch YouTube zum Beispiel gucken. Ja, können wir mal ganz kurz gucken hier. Ja, also das heißt jetzt, wenn ich sagen möchte, YouTube, guckst du dir die Videos an. Hier ist unsere Seite. Da kannst du das auch halt machen, ne? Und das ist halt einfach der Vorteil gegenüber dem originalen Bildschirm, denn du hast diese ganzen Zusatzfunktionen halt noch, wie YouTube und Spotify und,
wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne haben. Ich wollte eigentlich nur den Bildschirm halt größer machen und habe dann aber diese Option gewählt. Das Ding, hatte ich ja glaube ich schon gesagt, ne, das hatte ich ja im Internet selber bestellt. Also habe es mir selber einfliegen lassen, sozusagen, weil das kriegst du ja auf dem deutschen Markt nicht. Und hat mich jetzt gekostet, ich weiß es gar nicht mehr. Hatte ich das vorhin gesagt? Ich müsste gucken, irgendwas so um die 380 Euro, irgendwie so. Gibt es ja dann, man kann ja gucken bei dem Anbieter. Ja, worauf muss man achten, wenn man das bestellt? Ja, du achtest halt darauf, dass es halt für dein Auto ist. Ne? Steht dann ja auch F22 oder F30 oder was auch immer. Du kriegst die natürlich auch für andere Fahrzeuge. Und der Verkäufer hat mich auch direkt angeschrieben auf Englisch und hatte halt gefragt, von wegen, ich sollte ihm bitte ein Originalbild schicken, was ich verbaut habe, nur um sicher zu gehen, dass alles passt, nicht, dass er das einfach losschickt und dann hast du hinterher, passt das im Prinzip nicht, weil die Bildschirme sind immer gleich, aber hinten, also das Hinterteil ist halt immer ein bisschen anders gemacht, denn beim F22 ist jetzt die Aussparung so, beim F30 ist sie, glaube ich, gerade, also das ist halt hinten einfach anders und deswegen hat er mich halt gefragt, oder ich sollte ihm eben ein Bild schicken. Dann ist auch darauf zu achten, meiner Meinung nach, es gibt viele verschiedene Radios davon. Also es gibt welche, die haben dann weniger RAM, weniger Speicher, die CPU ist kleiner. Ich habe halt das größte Modell genommen, weil ich möchte einfach, dass es flüssig läuft. Ich wollte halt unbedingt, dass ich eine SIM-Karte reinpacken kann, weil ich so Multikarten habe, dass ich halt Internet, ohne dass ich irgendwie einen WLAN-Hotspot oder so benutze, wollte ich das halt einfach, dass ich das nicht mehr machen muss. Ich habe aber auch die Option, denn das Radio kann halt auch Bluetooth und WLAN und so. Das heißt, ich könnte mir auch rein theoretisch mit dem Handy einen WLAN-Hotspot machen und könnte dann halt Internet benutzen vom Radio in dem Sinne. Und das war aber nicht halt meine Absicht. Was auch ganz cool ist, finde ich zumindest, wenn ich jetzt mit dem Radio mit Bluetooth verbunden bin, ich kann mich entweder mit dem Android-Radio verbinden oder mit meinem originalen System. Ich habe mich jetzt natürlich mit dem originalen System verbunden, denn die Freisprecheinrichtung möchte ich definitiv über das originale System benutzen, weil das einfach einwandfrei funktioniert. Bei so einem Android-Radio, wer das vielleicht kennt von anderen Sachen oder auch so ein nachgerüstetes Radio, egal was für ein Auto, mit Freisprecheinrichtung ist das halt einfach nicht so wie das originale System. Auch die Musik, wenn ich nicht über Spotify höre, sondern ich sage jetzt, du hast Musik auf dem Handy oder so, benutze ich auch mein originales System, weil das einfach in meinen Augen, was heißt, ja, es funktioniert besser, es ist halt einfach das originale System, ne? Und ja, wie gesagt, also diese Option habt ihr und ihr seht ja auch, wie schnell das reagiert, also das ist nicht irgendwie langsam, wenn ich hier an dem iDrive drehe, ja, das reagiert sofort. Was vielleicht auch noch zu sagen ist, was auch eine coole Sache ist, diese Oberfläche, die ihr jetzt hier seht, ich kann die in allen Oberflächen umstellen, wie ich möchte. Also in den Einstellungen kann ich sagen, die ganz neue BMW-Oberfläche, diese BMW-Oberfläche oder auch die du, glaube ich, auch hast. Also ich könnte dem Radio jetzt auch, dem Android-Radio sagen, benutzt bitte diese Oberfläche, dann würde das 1:1 gleich aussehen. Was ich aber bewusst jetzt nicht gemacht habe, dann würde es so aussehen, ja, mit diesem... Dann würde dann hier Musik und sowas stehen. Ich will das jetzt nicht wieder umstellen extra. Das habe ich aber bewusst nicht gemacht, weil ich halt einfach diese neue Oberfläche mega cool finde. Und ich glaube, beim Zweier ab den Facelift-Modellen, ich glaube ab 2016 oder so, ist das ja auch original so. Und deswegen habe ich das halt so gewählt. Ja, was habt ihr sonst noch für Optionen? Es gibt da noch ein paar. Ich sag mal, ihr habt Dateimanager und ihr könnt das wie ein Tablet benutzen. Ja. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts dazu ein. Ihr könnt die Tasten auch alle einzeln belegen. Das heißt, wenn ich jetzt auf Navi gehe, kann ich in den Einstellungen sagen, was soll er denn für ein Navi öffnen oder was hast du für ein Navi runtergeladen. Ich habe jetzt in dem Fall Google Maps benutzt und benutze aber auch eigentlich, wenn ich fahre, auch mein originales System, muss ich auch dazu sagen. Weil das originale System bei dem modernen Auto funktioniert so gut, dann brauche ich das nicht. Tschö! Ja. Ja, wenn ihr irgendeine Frage dazu habt, auch zum Einbauen, wie gesagt, das ist einfach nur Stecker dazwischen stecken, das Display oben, da kommt der originale Stecker von dem alten Display drauf, das ist alles Plug and Play. Der Einbau, keine Ahnung, der dauert vielleicht 20 Minuten. Ihr braucht einen Torx dafür, um hier die Blende vom Radio hinterher abzuschrauben, wenn ihr das auseinandergeklipst habt.
Und ansonsten kann ich eigentlich auch gar nicht so viel dazu sagen, denn ich habe das wie gesagt auch im Einsatz verbaut. Ich werde das jetzt halt mal noch ein bisschen testen, wie das funktioniert, und werde euch dann irgendwann mal in irgendeinem Video mal kurz ein Feedback dazu geben. Am besten in dem Video, wenn wir die Rückfahrkamera einbauen, das möchte ich ja auch noch machen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, habt ihr eine Frage, schreibt es bitte in die Kommentare rein. Habt ihr eine Anregung, wie findet ihr es? Wie gesagt, es ist ja jetzt nicht fertig zusammengebaut, also jetzt, wir sind jetzt, ist alles nicht fester, aber ich denke, das finde ich optisch schon ganz geil, oder? Wie findest du das? Also, ich finde das cool, also. Ja, definitiv. Fällt nicht auf. Gut, wer es weiß, ganz genau. Der, ja, wenn es genau weiß. Siehst du es von hinten, dass es nicht das originale Display ist, aber, und wer halt weiß, dass es die Größe in einem F22 nicht gibt, der sieht das auch, aber in der Regel, sage ich mal, von der Oberfläche her bis auf jetzt hier, ja, gut, diese, du jetzt hier oben diese Pfeiler hast. Genau, aber wenn du auf Original gehst, auf hast die Originaloptik, ja, genau, dann hast du ja das nicht. Dann sieht das aus dann, wie... Ja, es ist ja original. Also ja. Der spiegelt das ja auf dem Display ganz normal wieder. Ne? Ja. Und die Auflösung ist halt auch wesentlich besser, finde ich, ne, als bei dem originalen Display. Ja, wie gesagt, also ich kann auf jeden Fall eine ganz klare Kaufempfehlung dafür rausgeben, weil, wie gesagt, ich hatte es ja auch schon im Einser, deswegen weiß ich auch, wie gut die eigentlich sind, und bin mal gespannt, wie sich das jetzt hier in dem Auto macht, so im Alltag, dann wollen wir mal schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche, haut rein, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss.